Hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Brotherhood. Tja, in der letzten Folge, was haben wir da gemacht? Wir waren da, glaube ich, mit Machiavelli unterwegs, sind beklaut worden und haben unseren ersten Borgia-Turm eingenommen. Und jetzt, ja, werde ich mich noch ein bisschen damit auseinandersetzen. Hier haben wir schon einen weiteren Aussichtspunkt. Wir werden uns einfach mal die vornehmen, die wir auch erreichen können. Und wieder ein bisschen Geld und Quecksilber. Sehr schön. Habe ich da gerade was von Assassine gehört? Okay. Hier ist wieder so ein Kommandant. Schwierigkeit 3, oh. Die laufen hier Patrouille. Wo ist der Voyager Captain? Na, nee, hier ist nur eine Kiste. Dort hinten. Okay. Versuchen wir mal an ihn ranzukommen. Mann, hier ist alles voll von diesen Säcken. Telefon. Tut mir leid, Leute. Ich bin gleich wieder da. Da bin ich wieder. War nichts allzu Schlimmes. Ey! Motherfucker! Die haben schon Armbrüste. So. Der ist weg. Ich wollte doch nur. Oh. Steht ja alles voll von den Säcken. Okay, hier oben ist der Aussichtspunkt inklusive Borgia-Lager. Jetzt müsste ich irgendwie einen Weg finden, hier rumzukommen. Ja, genau so. Mich um den Soldaten kümmern, dann um den, der dort oben steht, und dann den Hauptmann direkt darunter. Sehr schön, der dreht mir den Rücken zu. So. So, jetzt hier runter wieder. Genau dieselbe Taktik. Klar, die sehen mich. Weg. Und weg. Ha! Turm anzünden und wieder ausbauen. Oh, Scheiße. Irgendwie ist das Thema von Brotherhood ein bisschen gruselig geworden, aber in einem positiven Sinne. Okay, hier ist nicht so gut, obwohl. Ne, hier ist nicht so gut draufklettern. So, hier rauf. Ja, sag mal, kannst du da keinen. Ne, da kann echt keinen Klettersprung gerade. Oder überhaupt? Muss er den erst wieder lernen? Ist ein Witz, ne? Na los, hoch da. So, rauf auf den Balken. Hier hoch. Und erstmal die Aussicht genießen, bevor wir das Ding hier anzünden.
alles brennt. So, wieder ein Turm der Borgia im Arsch. Möchtest du hier sein, Freundchen? Hey, lasst mich in Ruhe. Die anderen hat's weggeglitscht jetzt. Das hier dürfte eine Bank sein, ne? Genau. Diese Bank für 900 Florinen renovieren. Hier kann man dann irgendwann immer das Guthaben abholen, was sich hier anhäuft. Auf 610 Florinen alle 20 Minuten. Naja. Je mehr man von den Geschäften an und für sich renoviert, desto größer werden auch die Rabatte. Oh, jetzt habe ich aus Versehen ein Pferd gerufen. Das wollte ich eigentlich nicht. So, machen wir das auch noch. Anfangs immer ein bisschen mehr renovieren als irgendwas kaufen. So. Der dürfte eigentlich nicht... Oh, Waffen? Geschäftsauftrag beenden. Ach so. Zweihändige Axt. Nee. Zweihändige Waffen kann ich gar nicht ab. Amboss 12.800. Oh, dass diese Scheiße teuer sein muss. 530 für Kardinalspurpur. Indische Diamanten 900. Ihr seht, wir können hier ziemlich viel verkaufen, aber wir haben noch nicht sehr viel überhaupt von dem Zeug. Vielleicht ein anderes Mal. Ja, darauf wird es hinauslaufen. So. Wo gehen wir als nächstes hin? Wir haben noch keinen Kunsthändler. Das werden wir auch mal machen. Ja, mit 3600 Florin dürfte das noch gut gehen. Ah. Das sieht so nah dran aus auf der Karte. Aber wenn das Gebiet an sich so riesig ist, dann muss man doch schon ein bisschen Weg einplanen. So, wo haben wir den Kunsthändler hier oben? So kann ich vielleicht noch offscreen ein bisschen Geld sammeln. 900, ja. Außerdem steigt so überhaupt das Einkommen, das wir immer mal kriegen. Attention, Schnäppchenjäger! Ja. Hast du irgendwas? Schatzkarten. Centro Schätze 1. Gut, her damit. Gemälde. Engel. Nehmen wir die. Weiß nicht, ob das jetzt auch hier so eine Einkommenserhöhung bedeutet, aber mal sehen. Schatzkarte erhalten, aha. Gut, dann machen wir jetzt nochmal weitere Aussichtspunkte. So viel wir hier eben erreichen können, wie ich schon gesagt habe. Halt, falsche Richtung. Gott, hier. Hier haben wir noch so ein etwas großes Gebäude, was wir renovieren können. Das Pantheon. Och, das kostet gleich mal nur 50.000 Florin. Das schüttel ich mal so aus dem Ärmel. Und hier war, glaube ich, ja, dort oben war's. Das wusste ich noch, dass das hier so über dem Eingang war. Was soll denn das jetzt, Ezio? Hoch mit dir. Aber ich glaube, ich hatte hier nie alle gefunden von diesen komischen Dingern. In Brotherhood jedenfalls nicht. Hier musste man, glaube ich, sogar reinklettern, ne? Ja, genau. Gut.
Was ist das denn? Okay, ich habe schon viel von dem vergessen, was hier immer gemacht werden muss. Du bist aus dem Raster gefallen. Wo warst du? Weiß nicht. Irgendeine defekte Erinnerung? Vielleicht solltest du aufhören. Schon gut. Ich möchte weitermachen. Cluster 1. Ist auch sowas wie die Wahrheit bei Assassin's Creed 2, ja? Laden. Ja, ist es. Oh Gott. Gut, dann machen wir hier gar nicht erst weiter. Wir sammeln uns das Zeug an. Die Wahrheit, schon wieder. Aber diesmal nur 10 Stück. Ja, aber gut, was heißt nur? Das ist auch genug. In Ordnung. Hätten wir das. So, dort oben ist wieder... Oh, da oben glänzt was. Ich weiß, dass das jetzt hier wahrscheinlich nicht der Aussichtspunkt ist, den ich mir vornehme, aber was soll's. Was glänzt hier oben? Sah aus wie eine Flagge. Aus dem ersten Teil wieder. Eins von 101 Borgia-Bannern. 101? Was soll das denn? So, und jetzt auf das Pantheon rauf, sofern wir es können. Mensch, macht nur mal Platz hier. Reißt die sich nicht von allein los? Von mir aus. Ich dachte, das tut sie. Wir können echt keinen Klettersprung machen. Ezio, hast du das verlernt, oder was? Ich muss hier irgendwie rauf. Nee, sag mir jetzt nicht, dass ich das noch nicht kann. Oder ich muss von irgendeiner anderen beschissenen... ...heranspringen. Ich vergreife mich schon wieder im Turm. Nee, das wird nix. Das wird nix. Toll, dann werde ich wohl auf den Klettersprung warten müssen. Gut, dann ist der Aussichtspunkt erstmal gegessen. Wir kümmern uns... Versuchen uns erstmal hier um diesen Borgia-Turm zu kümmern. Ist nicht mehr so einfach hier mit Aussichtspunkten. Waren in die falsche Richtung gehüpft. Wenn wir hier wahrscheinlich keine weiteren Aussichtspunkte machen können, dann werde ich wohl keine andere Wahl haben, als mit der Story so lange weiterzumachen, bis wir irgendwann mal wieder den Klettersprung drauf haben. Offscreen dazwischen natürlich die Kisten einsammeln, vielleicht noch ein paar Renovierungen, bevor wir wieder die Story in Angriff nehmen. Werden wir sehen. Moment mal. Gleich gedacht, dass ich da was gehört habe. Ich weiß, normalerweise habe ich die immer ignoriert, diese Flaggen, aber was soll's. Wenn ich es schon mitkriege. Hab doch alle Zeit der Welt. Ach so, wir müssen ja wieder erst den Hauptmann töten. Was hoch mit dir, Ezio. Auch wenn du schon etwas älter bist, kein Grund, nachlässig zu werden. Schwierigkeit 5. Ist der so gut bewacht, ja? Ah, shit. Der ist wirklich gut bewacht. Und da haben wir wieder eine Flagge rumhängen. Okay, das könnte vielleicht ein bisschen heftig werden. Oh, 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 oh.
hier ist ja ganz schön was los. Versuchen wir es trotzdem. Hier ist nichts für dich. Ich habe einige Fragen an euch. Okay, wir sind außer Sichtweite. Aber die werden uns wohl kaum durchlassen zu ihm. Wir haben auch keine Rauchbomben. Können wir vielleicht irgendwo ein bisschen Geld hinwerfen? Nee, das interessiert ihn nicht. Scheiße. Versuchen wir es einfach. Ich muss mal weiter. Ich muss sie verschenken. Den müssen wir uns schnappen. Spürt ihr den Zorn der Volta? Ist geflohen? Ach, der ist hier in die Tür rein. Oh, das. Okay, ich glaube, wir brauchen noch ein paar mehr Möglichkeiten, bevor wir das in Angriff nehmen können. Den Aussichtspunkt an sich könnten wir praktisch machen, aber ich mache sowas lieber in Verbindung gleich mit Turm abfackeln. Irgendwo ein Versteck hier in der Nähe. Okay, hat sich schon erledigt. Uiuiuiuiui. Also das kam nicht gut jetzt. Rosa in 4, oder wenn ich wüsste, was das überhaupt bedeuten soll. Der war noch nicht zugänglich. Machen wir einen letzten Versuch bei diesem Aussichtspunkt und lassen es dann für diese Folge, falls der auch nicht so erklimmbar ist. Dann werde ich wirklich keine andere Wahl haben, als den Klettersprung neu zu lernen. Obwohl der ganz schön weit weg ist, merke ich gerade. Fast 400 Schritte. Und hier bin ich wieder bei dem Borgia-Turm. Das war jetzt nicht meine Absicht. Hey, das Symbol kennen wir doch. Auch die Sachen. Und sind noch da. Zumindest die Nüchternen. Geh hoch hier. Gut. Einfach weiter. Das sieht sowieso nicht sehr leicht zu erklimmen aus. Na, was soll's. Lassen wir den erstmal. Zack. Vielleicht können wir den noch ausplündern. Hast du noch Medizin in der Tasche? Hm? Nö, aber Wurfmesser. Okay, das sieht wirklich ein bisschen weiter weg aus. Leute, wir lassen's. Scheiße. Also wirklich viel erreicht haben wir in dieser Folge jetzt vielleicht nicht, aber gut. Ich werde mich jetzt offscreen um die ganzen Kisten hier kümmern, vielleicht. Oh Gott. Also Brotherhood ist ein bisschen unübersichtlicher als die zwei, ja, das macht aber gar nichts. Unübersichtlichkeit wird an der Tagesordnung sein bei zukünftigen Assassin's Creed Teilen. Okay, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, dann werde ich sämtliche Kisten hier geplündert haben. Und ja, wir werden uns dann weiter um die Story kümmern. Bis dahin, tata!